Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren World of Warcraft Legion Dungeon Guide und wir befinden uns im Arkus. Und wie immer werden wir im Schnelldurchgang alle 5 Bosse erlegen. Zerlegen? Erlegen? Ja. Wir kämpfen als erstes gegen Ivan Junior. Soll es, glaube ich, heißen. Sonst Ivan YR. Ja, und was ist hierbei zu beachten? Eigentlich wie bei allen Bossen nicht wirklich viel. Wenn man weiß, dass man aus Flächen auf dem Boden rausgehen soll. Hier sehen wir das erste Mal den Debuff auf 3 Spielern. Die Spieler müssen eigentlich von der Gruppe weggehen, damit es keiner bekommt. Und hier sehen wir die Nether-Verbindung. Wir machen es falsch. Normalerweise müssten diese 3 Spieler zusammenlaufen, damit die Nether-Verbindung so klein wie möglich ist. Ja? Jo. Ihr seht da auch Nether-Verbindung, geh weg, wird oben angezeigt. Ja, und zusätzlich kommen hier noch diese kleinen Wirbelstürme, da geht man einfach drumherum und lässt sich nicht treffen und schon ist der Boss-Fight auch gewonnen. Wir sehen jetzt gleich nochmal diesen Debuff, instabile Magie auf den 3 Spielern. Sind dann im Endeffekt auch weggelaufen. Jetzt nochmal die Nether-Verbindung. Wir haben den Boss versucht in die Mitte zu ziehen, war wahrscheinlich nicht so klug. Wahrscheinlich muss der Boss da auch rausgezogen werden und wird stärker, ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Aber ihr seht, je weiter man sich voneinander entfernt, desto größer wird die Fläche, die danach entsteht, wenn das fertig ist. Ja? Und also geht einfach zusammen und macht die Fläche so klein wie möglich. So, jetzt kommt nochmal der letzte Versuch vom Boss, irgendwas zu reißen. Aber Ivan Junior scheitert an uns. Kommen wir zum zweiten Boss. Und zwar genau jetzt stehen wir vor dem Pferdemenschen. Und wie immer gehe ich als Tank vor und werde erstmal ordentlich Damage raushauen. Ja. Naja, wie ihr seht, haben wir noch Nachwirkung von Heldentum oder Kampfrausch oder wie es auch immer heißt. Ja. Hier kommt Unterdrückungsprotokoll. Da macht er halt einfach ein bisschen Schaden. Und der nächste große Spell, den seht ihr gleich in 11 Sekunden. Unterdrückende Macht. So, einer ist in Quarantäne gefangen, den muss man da befreien, beziehungsweise von weggehen. Und jetzt castet er Läuternde Macht. Das ist eigentlich das Hauptding hier im Kampf. Wenn er das macht, müsst ihr schnell weg. Ja? Alle Spieler, die sich dann am Ende zu dicht bei ihm befinden, bekommen Schaden. Ihr habt das vielleicht unten gesehen. 3 Spieler sind relativ gut runtergedroppt. Die standen halt zu dicht aneinander am Ende. Es muss nicht sein, der Heiler muss da viel gegenheilen. Ja, das ist einfach Schaden, der hier zwar noch gegengeheilt werden kann, aber spätestens auf mystisch im Raid später, ja, ist es einfach unheilbar und da seid ihr dann tot, ne? So, das nächste Unterdrückungsprotokoll startet er gleich, jetzt spielt er wieder einen Spieler in Quarantäne. Den hauen sie dann auch mal eben fix raus, ja? Jetzt ist es auch klar. Das Problem ist halt immer beim Erklären. Klar weiß ich ungefähr, was die anderen machen, ja? So, Leute, dann macht nochmal. Jetzt geht's nochmal schnell weg. Da müsst ihr irgendwelche Spells zünden, wo ihr halt schneller weglaufen könnt oder sonstiges, so wie ich jetzt springen zum Beispiel. Das Problem beim Aufnehmen, beziehungsweise beim Erklären ist immer, ich weiß zwar, was ich als Tank mache, aber ich weiß nicht hundertprozentig, was die anderen machen. Klar sollte man sich ein bisschen darüber informieren, deswegen, ich weiß es auch im Großen und Ganzen, aber ja, nicht jede Kleinigkeit. So, also beim Unterdrückungsprotokoll, beim Quarantäne einfach den raushauen, dann klappt es auch. So, jetzt sind wir bei der Spinne. Zur Spinne ist zu sagen, richtig ätzender Trash davor. Wir sind auch ein, zwei Mal gestorben, also richtig übel. Naja, also wir haben wahrscheinlich auch zu viel gepolt, wir wollten auch zu viel. Lag vielleicht daran. So, also fangen wir bei der Spinne an. Wir verheddern das Netz, castet er gleich und zieht damit, ich glaube, 3 Spieler ran. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay, macht da nichts. Doch, beginnt verheddern das Netz, zieht also einen Spieler ran. Jetzt war es nur ein Spieler, genau. Davor habt ihr gesehen, es kam sogar ein Add, das muss getankt werden und so schnell wie möglich down gezerrt. Da kommt wieder das nächste Add runter, ihr seht es links. Und wenn das zu dicht dran ist, kann ich es nicht anchargen, das ist ein bisschen ärgerlich. Naja, dann muss ich das anklicken und spotten. Aber was auch kein Problem ist. So, Nethergift, da castet er einen Spieler an und der Spieler hätte ehrlich gesagt auch weggehen können. Jetzt zieht er wieder den nächsten Spieler ran und der ist aber auch schon wieder hochgeheilt. Fast, sagen wir mal. Ja. Jetzt kommt das Add. Wie immer machen wir das Add weg.
und werden den Boss in der Zeit down machen. Klar, also er macht wieder wie immer Schaden, der Heiler muss heilen, ist ja auch seine Aufgabe und dann klappt das eigentlich auch. Also, der Bosskampf war wirklich nicht so schwer. Es war einer der einfachen, muss ich sagen. Ja. So, kommen wir zum nächsten Boss, zum General Xa, klar? Ne, zum General Xa Karl. So, hier, der Kampf hat es ein bisschen in sich. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Der Schattenschlag, ja? Der, wo diese lilane Pfütze auf den Boden kommt, ja? Das ist eigentlich so das Schwerste im ganzen Kampf. Ja, werdet ihr jetzt denken, es ist das Schwerste. ihr seht, bei uns in der Gruppe ist einer gestorben, weil er nicht früh genug gesehen hat, dass da ein Spieler im Schattenschlag stand. Ja, was soll man machen? Ja? Aus den grünen Flächen müsst ihr wie immer rauslaufen. Ihr seht die Rekordzeit, ja, die ist gleich erreicht, also der Kampf hat nicht so lange gedauert. Wie gesagt, dieses tückische Schmettern, da macht er auf alle, muss einfach gegengeheilt werden. Jetzt kommt wieder dieser Schattenschlag, da guckt er aber auch eine ganze Zeit lang in die Richtung, holt die Waffe aus. Und ja, da kann man einfach rausgehen. Genauso wie aus den lilanen Pfützen, wo er dann hier die lilanen Blubs runterfliegen lässt. Ja. So, jetzt kommt gleich wieder der nächste Teufelsriss. Ein, zwei Ads werden hier auch immer spawnen. Die werden dann getankt, werden da nebenbei down gemacht. So viel Schaden machen die nicht. So, jetzt kam wieder der Schattenschlag. Ihr seht oben die lilane Pfütze. Ja. Und als nächstes kommt wieder, türkisches Schmettern, ja. Da haut er auf den Boden, trifft eine ganze Menge Leute. Ihr seht, es droppen eigentlich alle so ein bisschen runter. Naja, sollte mit dem Dot eigentlich erledigt sein. Viel, viel mehr ist da eigentlich nicht gegen zu heilen, ja. Wieder die zwei Ärzte, dieser Schattenschlag. Ihr seht, der Heiler stand wieder drin. Ich weiß nicht, also, ja, also, klar, wir haben den Boss, oder ich habe den jetzt zum zweiten Mal gemacht, aber, naja, man kann schon ein bisschen drauf aufpassen. Und ich sag mal, ja, ein geübter Spieler wird den auch, wird auch spätestens nach dem ersten Mal, wenn er drin stand oder das gesehen hat, wird er da auch gegen kämpfen. So, dieser Boss ist interessant. Ein bisschen Movement ist erforderlich, wobei auch nicht wirklich viel. Hier gibt es immer einen Cast, der unterbrochen werden muss, der macht sonst gut Schaden. Ja. Hier seht ihr immer diese Mana-Brocken, die hier rumfliegen. Da müsste man als Tank immer weg. Laufen, die machen dann nach einer Zeit Schaden, explodieren dann, wie ihr seht. Und ja, es ist einfach unnötiger Schaden, der reinkommt, wenn man stehen bleibt. Ja? Ansonsten, wie gesagt, der Boss ist in zwei Phasen unterteilt. Das ist jetzt gerade die erste Machtbombe. Da seht ihr die zwei Kugeln auf dem Boden. Die stoßen gleich so eine Welle aus, so wie die eine jetzt. Da kann man drüber wegspringen, so wie ich das gemacht habe. Oder ansonsten müsst ihr schnell gegen anlaufen, damit ihr schnell rauskommt aus der Welle. So, jetzt sehen wir die zweite Phase hier. Schickt uns der Boss dann irgendeinen Gang in der Instanz. Und wir müssen zusammen wieder zum Boss laufen. In den Gängen sind viele von diesen Mana-Dingern, wie ihr seht. Ja. Dann geht man einfach als Gruppe und auf dem Weg zum Boss. Sind allerdings noch ein paar Gespenster, nenne ich sie mal. Da solche Dinger, Teufels, ne, wie heißen die? Zeitloses Gespenst. Ich nenne sie nicht nur so Gespenster, es sind sogar Gespenster, ja. Also, die sind relativ schnell down zu hauen. Wie viel Leben hatten die? 1 Million, glaube ich. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Gucken wir mal, 16 Millionen Leben. Ja. Oder sind das 1,6 Millionen. Sorry. Ich weiß auch nicht, warum die ab 1 Million bei Blizzard das nicht hinkriegen, dass da M steht. Naja. Ist ja auch egal. So, also wir sind auf jeden Fall zurück auf dem Weg zum Boss. Hauen hier noch das ein oder andere Gespenst down. Gehen jetzt die Treppe hoch. Und werden oben auch noch auf ein weiteres Gespenst stoßen. Alle Gespenster, die wir ziehen, werden nachher in den Bosskampf mit einschreiten. Und glaubt mir, ihr addet alle, die auf dem Weg sind. Die laufen euch dann hinterher und machen nachher riesen Schaden. Das muss einfach nicht sein. Ja, selbst dieses eine nervt schon tierisch. Wir hatten das einmal vergessen. Irgendwann letzte ID, glaube ich, war das. Ja, es muss nicht sein, dass der Schaden reinkommt. Dann sind wir auch geweiht. Also es war einfach zu viel noch. Ne? So, jetzt geht wieder die erste Phase los. Ich ziehe den Boss immer ein bisschen von den Mana-Brocken da weg. Ja, wieder schön unterbrechen. Und, liebe Leute, nicht nur der Tank ist zum Unterbrechen da. Ich kann als Krieger-Tank sagen, ich habe maximal zwei Sachen, mit denen ich den unterbrechen kann.
Und eins davon hat eine Minute Cooldown und das andere 15 Sekunden. Das reicht aber bei Weitem nicht, ja. Immer wenn er castet, das glaube ich, in Abständen von 10 Sekunden. Jetzt seht ihr ja nochmal diese Machtbombe. Da müsst ihr entgegenlaufen, so wie ich es jetzt gemacht habe, ja. Weil ich das zu spät gesehen habe, war nicht so gut von mir, aber ja. Also man kann es auch gegenheilen, das ist nicht so viel Schaden. Selbst hier die Explosion hat mir jetzt nicht so viel abgezogen, ja. Ja, ich bedanke mich natürlich für euer Interesse. Solltet ihr noch Fragen haben oder noch mehrere Guides wollen von anderen Sachen noch. Also ich werde auf jeden Fall, also geplant sind auf jeden Fall noch alle Legion-Dungeon-Bosse auf Mystisch und später auch die Raid-Bosse, ja. Ich würde mich über ein Abo freuen. Lasst ein Abo da. Ein Daumen ist auch super. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Guide wieder. Bis dann. Ich bin's, euer Tom. Ciao.